Wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen. Aber die Vergangenheit nicht mit uns. Das ist ein Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme. Magnolia heißt er. Sehr komplex. Da braucht ihr mindestens 2, 3 Abende, um den immer wieder zu schauen und durchdringen zu können. Jedenfalls geht es mir so. Dieses Kernzitat, wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen, aber die Vergangenheit nicht mit uns, beschäftigt mich und begleitet mich seit Jahren. Und ich finde es sehr, sehr spannend und sehr mächtig, dieses Zitat. Es gibt psychologische und therapeutische Ansätze, die sich sehr viel mit unserer Vergangenheit beschäftigen, die zurück in frühkindliche Erfahrungen gucken, die Psychoanalyse versucht aufzuarbeiten, was in der Vergangenheit vielleicht schiefgelaufen ist. Und dann gibt es Ansätze, die sind mehr im Hier und Jetzt. Und Menschen, die nur nach vorne schauen wollen, die nicht zurückgucken wollen, die alles hinter sich lassen wollen, was passiert ist. Grundsätzlich würde ich dazu tendieren, den zweiten Ansatz zu verfolgen. Ich versuche, im Hier und Jetzt zu leben und ich versuche, das Beste aus dem zu machen, was ich habe und wer ich bin. Und gleichzeitig bin ich aber auch das Resultat meiner Vergangenheit. Und ich finde, sich für ein Extrem zu entscheiden, könnte schwierig werden. Stattdessen möchte ich das, was in der Vergangenheit passiert ist, aufnehmen und annehmen als ein Teil von mir. Es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und mit all dem kann ich jetzt gucken, wie ich sein möchte, wie ich jetzt sein möchte, was ich jetzt tun möchte, was ich vielleicht hinterfragen möchte und was ich in der Vergangenheit lassen möchte, ohne es zu ignorieren. Ist echt schwer, finde ich, und gleichzeitig ganz, ganz wertvoll ist für mich diese Erkenntnis, darüber nachzudenken, dass wir manchmal glauben, wir sind über etwas schon hinweg oder wir haben etwas schon vollkommen gelernt. Wir sind schon eine richtig gute Führungskraft, weil wir haben das alles schon gelernt. Wir sind richtig weit mit dem Gedanken, dass man auch mal schwach sein darf. Und dann kommen doch wieder Momente, in denen wir merken, dass wir es vielleicht noch nicht sind. Und das ist okay. Es ist nämlich, wie es ist. Und die Vergangenheit ist, wie sie ist. Und die Zukunft kann ich versuchen, so zu gestalten, wie sie ist. Und im Hier und Jetzt mache ich das Beste aus dem, was ich habe. Alles gehört für mich dazu. Wichtig ist, ich kann entscheiden, wo ich den Fokus drauf lege. Ich kann also meinen Fokus deutlich stärker auf die Zukunft legen, auf das Hier und Jetzt legen oder auf die Vergangenheit legen. Und so wird sich mein Leben ausrichten. Ich lege den Fokus auf Hier und Jetzt und freue mich, dass du zugeschaut hast. Keep on smiling.